Hey Lieben, willkommen zurück zu einer Folge Hearts of Madison. Für mich ist es ein gefühltes Jahrhundert her. Tatsächlich, für mich ist es unerlässlich. Lass es 16 Gold, okay. That's not the problem, I guess. So, ich weiß zwar nicht mehr unbedingt, was ich da machen muss, aber... ich weiß auch nicht, ob das wichtig ist, dass ich weiß, was ich da machen muss. Muss ich... Oh Gott, doch, es ist eigentlich wichtig, dass ich weiß, was ich da machen muss, ne? Eine Blume. Diese komischen Dinger und Streifen. So. So. Machen wir da mal hier. So, wir haben schon mal 4 Sterne. Oh mein Gott. Wie ging das denn nochmal? Schon was fast wieder vergessen hier. So. Schweinchen. So, du wolltest auch noch da hinten, ne? So. Oh Gott. Da war doch irgendwas, was ich nicht mochte. Jetzt haben wir es wieder gefunden. Schön. Hallo, kannst du... Oh mein Gott. Hier passiert schon wieder Dinge. Oh mein Gott. Nee, Alter. Hier passieren schon wieder Dinge. Oh, wie trottelig er da hinten rumsteht. So vor so... Möp. Das ist irgendwie voll putzig. Zu wem möchten wir denn? Okay. Ich erinnere mich wieder daran, wo wir ungefähr waren. Das Drama hatte angefangen, dass die sich alle angesteckt haben. Ich erinnere mich so ein wenig, ja. Achso, das war's schon. Das muss ich aber nochmal eben sauber machen, sonst geht das hier nicht. Ich habe immer noch erst bei 4 Sternen. Das kann ja ernst sein. Okay. Also, ja, machen wir den hier jetzt erstmal nochmal. Petrischalen Mini-Level. Na, supi. Oh Gott, Salatblätter. Streifen. Salatblattkreise. Die. Avocado-Streifen. Avocado. Möp. Das werde ich auch ein paar Mal öfter machen müssen, habe ich das Gefühl. oh Gott, jetzt hat mich das Ding so abgelenkt, dass ich hier. Okay, wir sind bei 2 Sternen. Ja. Mhm. Oha. um einen daneben. Okay, wir müssen es so oder so nochmal machen. So, 90 Punkte im Petrischalen-Minigame. Ich muss schneller werden. Oh Gott. Ja, sagte sie und vergeigte es sofort. Oh, können wir das nochmal anfangen? Ja, bringt ja auch nichts, weil... oh Gott, ich bin einfach zu schlecht in sowas. Es fehlen schon wieder Punkte. Kreis.
teilweise. Oh Gott, warum bin ich mir immer so schlecht da drin? War ich schon immer so mies in dem Spiel? Also ich darf nicht ein einziges versauen, um das voll zu schaffen, ne? Nicht ein einziges. Okay, versuchen wir es nochmal. Mehr Zeit in einem Minispiel. Minispiele liefern extra Herzen, extra Levels ein. Ja, mal davon eins. Vielleicht hilft mir das ja. Ja, tatsächlich scheint das was zu bringen. Flumpf, Flumpf, Blume. Flumpf, Flumpf, Flumpf. Flumpf, Flumpf, Flumpf. Avocado. Das und das. Das, das dicke Streifen. Das hat funktioniert. Aber es war schlecht. Seien wir ehrlich, es war mega mies. Wenn wir Herausforderungen geschafft haben, es war eigentlich nur mit Schummeln, weil eigentlich war es mies. So, dann haben wir die Ecke hier hinten nämlich auch gleich fertig. Achso, dann sollte ich vielleicht schon mal alles hier... Ja. Dass die mich immer gleich so penetrant darauf aufmerksam machen müssen, was ich hier zu tun habe, ne? So, oh. Hallo! Hierauf klicken! Ja, wo irgendwie auch den Noob-Level kann das? Ah, das scheiß schon wieder. Blume und... Hast du dieses Petrischalen-Spiel? Blume und euch. Das da bin ich auch kein Freund von. Die Minispiele hier sind irgendwie doof. Darf man das so sagen? Oh, jetzt habe ich aber gleich ein bisschen viele zu holen, wa? Da unten, ich habe dich schon gesehen. Schwein. Einmal Blut. So, jetzt lasse ich euch erstmal alle hier abhauen. Sehr schön. Das ist auch schön. Mal kurz auf die Uhr gucken hier. Aber da bin ich ja noch, so. Oh Gott, wie sie da hinten alle rumwuseln. Ich finde das ja doch irgendwie immer wieder faszinierend, ne? Dass die da so rumeiern und, Irgendwie tun sie mir auch leid. Ich meine, hallo, die hauen ja voll fest und so. Ich finde es auch schön, dass die Ärzte, die hier auftauchen, uns, relativ bekannt sind. So, bitteschön. Oh Gott, jetzt muss ich wieder irgendwas suchen, ne? Zum Glück ist es nicht so weit weg. So, dann entlassen wir die mal. Ich glaube, da habe ich jedes Mal die Elft, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Die Herausforderung geschafft. Es ist ja eigentlich auch wirklich gar nicht so wichtig, von daher. Alles gut, alles gut, alles gut. So. Da waren wir. Da. Dann geht's jetzt tatsächlich hier weiter, ne? Chaos. Ja, Chaos ist, Es sind nur wenige Tage vergangen und er ist schon wieder gewachsen. Schläft er gut? Vielleicht kann ich ein paar Videos für ihn aufnehmen, damit er besser einschlafen kann. Oder ich könnte mich bei einem Zaubertrick filmen. Sam hat mir diesen Zauberkasten gegeben, um mich zu beschäftigen. Ist das nicht lieb? Du musst mir auch ein paar dieser Tricks beibringen.
Die Zauberkünste kann ich gut auf der Kinderstation gut einsetzen, wenn ich hier wieder rauskomme. Falls du wieder rauskommst. Er hat recht. Oh, Entschuldigung, das war in diesen. Connor hatte einen Anfall, genau wie Freddy. Sophia hatte einen in der letzten Nacht. Der Virus hat schon eine Person getötet. Ja, hallo, eine. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass er uns anders behandelt. Wir mögen vielleicht Ärzte sein, aber wir sind nicht unverwundbar. Ich muss mich an die Arbeit machen. Ja, Miss Hart, das müssen Sie wirklich, für uns alle. Ja, hallo, du warst doch derjenige, der gesagt hat, sie hat nicht das Recht, Ärzte zu sein und so gedönst. Können wir uns darüber bitte mal kurz unterhalten? Oh. Welche zerbrochenen Ampullen? Ach du wieder. Warum wundert mich das überhaupt nicht? Warum wundert mich das überhaupt nicht, hä? Oh, ja, du auch nicht viel besser, ey. Vogel, echt. Und ich darf jetzt hinter euch herräumen, ja? Das ist ja ganz klasse. Hallo, und du sollst da weitermachen, junge Frau. Nein. Warum tut sie Dinge, die sie nicht tun soll? Dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. Ich muss Müll aufräumen, weil meine Kollegen hier irgendwie Scheiße bauen. Ernsthaft, da rennen die hier rum? Lassen alles fallen. Mega hilfreich. Sind wir hier eigentlich von der Aufräumstation oder sollten wir helfen? Ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher. Oh, komm. Kommt mir eigentlich mehr vor wie der Depp vom Aufräumdienst, echt. Nee. Ernsthaft? Leute, nee. Salatblätter, noch mehr Salatblätter und eine Blume. So, zu wem wir es gehen? So, zu ihm. Ich muss hier irgendwie aufräumen. Meine Güte, ich komme hier vor. Putzfee vom Dienst. So, das haben wir zumindest schon mal geschafft. Warum? So, hin. Da unten. Muss den mal eben da weglassen, damit ich hier aufräumen kann. Also immerhin einer, ne? Achso, ne, Blut. Sollte ich vielleicht mitnehmen. Es war ja wieder zu erwarten, oder? Wie es immer so ist mit diesem Spiel. Oh Gott. Hör auf, mein System umzusortieren. Wie kannst du das ein System nennen? Systeme haben Logik und Regeln. Wie kannst du es wagen, meine Methoden anzuzweifeln? Wie kannst du es wagen, meine Methoden anzuzweifeln? Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Formulare in die blaue Kiste gehören. Danke, aber ich denke, dass ich das schon schaffe. Ich versuche ja nur zu helfen. Warum gehst du nicht zurück zu deinen Spinnern, damit die echten Ärzte hier sich um die echten Krankheiten kümmern können? Ich wünschte, dass ich nie diesem Krankenhaus zugewiesen worden wäre.
Das reicht, kommt jetzt alle mal her, sofort. Sofort. Ich weiß, dass die Integration des Personals von Little Creek alles andere als ideal gelaufen ist. Das kannst du laut sagen. Wir alle hatten unsere Mühen damit, mich eingeschlossen. Und jetzt, wo der Druck so hoch ist, ist es ganz selbstverständlich, dass sich alle anschnauzen. Aber wir sind Ärzte, medizinische Fachkräfte. Wir dürfen nicht zulassen, dass das mit uns passiert. Besonders jetzt nicht, wo unsere Freunde in Gefahr sind. Wir müssen zusammenarbeiten. Strengt euch an, denn sie brauchen uns ganz nötig. Es tut mir leid. Tut mir auch leid. Ja. Knuddel. Ach, manchmal hilft eine Umarmung auch schon. Ja, ich glaube, er ist nicht mega, nicht so wirklich mega begeistert davon, aber wurscht. Ich muss da ja noch so, na, ihr kennt das ja. Ich werde auch versuchen, nicht alles immer so, ich werde da so ein bisschen durchhopseln gleich. Also das machen wir jetzt nochmal und dann, Oh. Einmal zur Tür, bitte. Und dann so und zip und zip und zip und zip. Zip und ja, shit. Schwein. Es werden schon wieder viel zu viele hier. Ja, ich muss hier auch noch nebenher aufräumen. Es tut mir sehr leid. Ich bin hier die Putztante. Ist vielleicht noch nie jemandem so richtig bewusst geworden, aber ich putze hier auch. Für gewöhnlich umsonst. Weil die das einfach alle liegen lassen und dann komme ich hier nicht mehr klar. Und dann kommt sowas dabei raus. Und dann muss ich noch irgendwas machen und. Ja. Nein, du sollst da. Gottes Willen. So, weiße Punkte und Striche. Ja, man lässt das dann auch einfach liegen. Man guckt einfach ein bisschen blöd in die Gegend und lässt das da liegen. Ne, ich weiß schon. Die doofe Allison kann es ja machen. Nicht, dass mich das aggressiv macht. Nein, warum denn auch? Connor, so. So, flömp, flömp, flömp. So. So. Ich glaube aber, mit dem Aufräumen sind wir zumindest soweit fertig. Achso, Mist. So, ein bisschen flotter. So, kann die nächste Decke hin. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich finde nichts. Das war beschissen. Was war das? Oh mein Gott. Das war ja mal Vollmüll. Scheiße. Egal, Dinge happenen hier. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist der Überspringen-Button da? Wir sehen uns in der nächsten Folge, meine lieben Patienten. Bis dann, macht es gut. Bye, bye.